Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. In die Stadt ist ein Wolf eingedrungen. Seine Merkmale: runder Kopf, große Augen, Berliner Schnauze. Jetzt ist es der Wolle. Ist er nicht hier? Ich muss mich verstecken. Ich muss verstecken, es ist vorbei. Ich muss verduften. Duft. Ich rieche was weggerissen. Die Verhandlung ist eröffnet. Sie haben noch nicht eingestimmt, ja, dann aber mal los. Dankeschön. Danke. Stimmt schon so. Was macht er? Ach, das ist eine Verschwörung. Ihr habt keine Beweise gegen mich. Ich will meinen Anwalt sehen. Nein, aber ich weiß genau, was man mir vorwirft. Ich soll irgend so eine Ente gefressen haben. Aber erstens könnt ihr nichts beweisen und zweitens mag ich lieber Hähnchen. Tja. Die Ente watschelte heran, sah das geöffnete Gartentor und fand es vermutlich ganz klasse, denn nun konnte sie im Teich auf der Wiese baden gehen. Und jetzt erklären Sie bitte dem Gericht, was das für ein Instrument ist. Das ist eine Flöte, ein Holzblasinstrument. Aha, verstehe. Und woraus ist diese Flöte gemacht? Einspruch, das gehört nicht zur Sache. Na, Einspruch abgelehnt. Ich habe mich das auch schon immer gefragt. Der Zeuge soll antworten. Sie ist aus Metall. Ach, aus Metall. So, ich verstehe. Ein Holzblasinstrument aus Metall. Interessant. Dann können Sie uns den Unterschied zwischen Holz und Metall erklären? Können Sie uns den Unterschied zwischen richtig und falsch erklären? Können Sie uns den Unterschied zwischen der Wahrheit und einer glatten Lüge erklären? Oh, bravo, bravo, Herr Wolf. Das war eine wunderschöne Rede. Aber ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Hören Sie mal. Ich vernahme, dass Sie ihn für schuld.